Hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Falls ihr im Hintergrund Klackergeräusche hört, wundert euch nicht, meine Mutter hat eine Fotosession angefangen, weil wir mal meinen Arbeitsplatz zeigen wollen. Voll der Funny Fact, auch bei mir an meinem Arbeitsplatz sind leere Rollen rum, weil mein kleiner Mann, der liebt die und ihr wisst ja, der hüpft hier manchmal um mich rum. Und jetzt für alle, auch wenn es jetzt bei euch schon einen Monat her ist, einen ganz kleinen Applaus für Leo, der hatte heute sein, hatte heute, ich krieg gerade voll den bösen Blick. Er hatte heute einen Tierarzttermin, weil er hatte viel zu lange Krallen. Und dabei haben sie dann ihm trotzdem noch in die Ohren geguckt und haben auch noch in sein Mündchen geguckt. Und unser kleiner Mann ist pumper gesund. Das hört man immer gerne. Vor allem als Mutter hört man nichts lieber als dein Kind ist pumper gesund. Das erwarte ich aber auch. Immerhin kriegt der Futter einen Wert von fast 40 Euro pro Monat. Ja, also, ich habe ja eigentlich gesagt, mein nächstes Video drehe ich immer im August, aber heute haben wir den 7., den 8., 8. Juli. Juni. Ja. Noch ein bisschen hin zu meinem Geburtstag, aber auch nicht mehr so lange. Aber ich ertrage schon nicht mehr zu drehen. Ich bin schon ganz schön zickig und ich merke einen Unterschied. Und meine Mutter merkt ihn auch. Den ersten Albtraum hat mich hinter mir. Der zweite, der müsste jetzt bald kommen. Also zwischen heute in der Nacht und Sonntag. Ja, ist eine lange, klingt nach langer Bandbreite, aber heute haben wir Mittwoch. Also so lange ist auch wieder nicht mehr. Oh Mann. Ja, aber ich habe bei mir hat sich eine Menge getan. Drum werde ich euch jetzt einfach mal ein kleines Update geben. Erstens, ich habe eine ganz fiese Flusel, die mir auf der Nase juckt. Jetzt neues Update. Ich habe die fiese Flusel nicht mehr. Der schmollt. Leo schmollt. Lass ihn schmollen. Er sitzt gerade da und guckt uns böse an nach dem Motto, ihr bösartigen Kühe. Oh, ist ja schön, er schmollt, ist schon noch süßer als die meisten. Okay, was kann ich euch erzählen? Also, in der Zwischenzeit habe ich euch ja mal irgendwann gesagt, meine Mutter hat mir ein Bügeleisen zugelegt. Und zwar dieses hier. Jetzt haben wir wieder so Ohne Dampf. ohne Dampf, weil mit Dampf muss man Wasser einfüllen und meine Mutter sagt Wasser und ich, das sei keine gute Idee, weil es bringt nichts, wenn ich mit dem Bügeleisen dann so dastehe. Wenn ich nass geworden bin, also haben wir ohne Dampf. Obwohl ich sagen muss, ich habe als Kind immer Dampf total geliebt, diese Was haben wir Kinder, die haben kein Wasserproblem gehabt. Gut, Punkt geht an Mutti. Kleiner Sieg für Mutti, sie hat recht. Ja, dann die andere Neuerung, die ihr natürlich nicht seht, aber meine Drehdecke hat sich verändert. Ich habe jetzt vor kurzem, ist mir meine, wartet, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Eigentlich ist das ein blödes Wort, aber ich muss ausholen. Also ich muss mal die Geschichte von hinten aufrollen. Eigentlich ist auch. Ich fange mit der Geschichte von vorne an. So. Also, ich habe mir vor einigen Jahren, als ich damals dann eigenes Geld bekommen habe, habe ich mit meinem Vater geschnappt und bin mit ihm zusammen losgezogen zum dänischen Bettenlager und habe mir dort eine Decke gekauft und noch ein Jersey-Bettding drüber. Das Jersey-Ding ist nach 3 Wochen auseinandergeflogen. Und danach habe ich dann das Kissen genommen und habe es zum Nähen benutzt. Also da habe ich jetzt Stoff draus gemacht und das Tuch, da bin ich immer bis jetzt drauf gesessen. Jetzt vor ungefähr 2 Wochen oder so. Eigentlich war es, glaube ich, eher 1 Woche, aber da müsst ihr mich jetzt flunkern lassen. Das weiß ich nicht. Ihr wisst, ich habe kein Zeitgefühl. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann vor zwischen 2 und 1 Woche, ich sag mal zwischen 1 und 2 Wochen, zwischen 1 und 2 Wochen, ja, drückt euch verrauchen, Mutti. So.
Das war dein Knie. Das hat Touchscreen. Wenn du auf den Bildschirm kommst, fotografiert das automatisch. Ach gut. Ja, bei mir hat alles Touchscreen inzwischen gefühlt. Ja, auf jeden Fall ist mir dann die Decke auseinandergefallen und dann haben wir das Inlay rausgepult und dann war die aber so fusselig, furchtbar fusselig. Und da konnte man kaum drauf sitzen, weil es so raue Fusseln waren. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, Daddy, kann ich eine Fusselrasierer haben? Dann hat mein Papa gesagt, ja, aber er bräuchte Hilfe am Computer und er würde dann sozusagen wie bei einem Techniker und dann habe ich sein Computerzeug gemacht und ich jetzt auch von blau gemacht, um ehrlich zu sein, aber das bleibt ein Geheimnis zwischen uns, also pssst. Aber ich bin so aufgeregt und so glücklich, weil ich wieder drehen kann. Das ist, ich fühle mich wie ein Flummi, der durch eine Box hüpft. Entschuldigt, also falls ich ein bisschen überaktiv bin. Ja, und auf jeden Fall hat mein Vater mir dann diesen wunderschönen Fusselrasierer zukommen lassen. Werbesendung Selena, jetzt auch in der Dauerwerbeschleife. Aber jetzt mal ohne Witz, für alle, also jetzt einen kleinen Tipp für uns Asperger. Also es gibt ja oft so Sachen, dass die Decken fusseln und dann gibt es diese Fusseln, die man nur mit einem Zupfen wegkriegt, was Stunden dauert. Stunden. Ich habe es probiert. Ich kann es euch aus Erfahrung sagen, es dauert Stunden. Ich habe gerade mal 5 oder 6 geschafft und dann habe ich schon gesagt, nö, ich hole mir einen Fusselrasierer. Und dadurch, dass man die Fusseln dann loskriegt, werden die Decken auch wieder ultra weich. Also es ist wirklich, die Decke fühlt sich an wie neu gekauft fast. Es stinkt zwar wie ein Iltis, weil ich da jahrelang drauf gesessen bin, ohne es einmal zu waschen, aber sie ist weich wie ein Hermelin. Das war jetzt wieder zu viel der Info, aber gut, so bin ich halt, das wisst ihr. Und auf jeden Fall, so ein Fusselrasierer ist eine tolle Sache, um Sachen, also ich habe auch eine Wolldecke gehabt, die liebe ich total. Die übrigens auch ein bisschen mockt ohne Ende, aber das ist eine andere Geschichte, wir sind nicht so. Und dann habe ich die auch abrasiert und durch diese Abrasiererei ist das tatsächlich wieder weich geworden und ich bin total happy. Happier bin ich nur, dass ich jetzt wieder drehe. Egal. Jetzt wollen wir mal nicht so sein. Ja, auf jeden Fall. Fusselrasierer kann ich weiterempfehlen. Bügeleisen habe ich bisher erst 2-mal benutzt. Also, weil mir fehlt ein Bügelbrett, um ehrlich zu sein. Oder irgendein Ort, wo ich bügeln kann. Weil wir haben so viele Holzsachen. Unsere Wohnung ist gefühlt das Paradies für jeden Holzwurm. Weil hier gibt es so viel Holz. Also entweder es ist Holz oder Plastik. Holz. Nee, dein Schäst, Dingster. Den da, wo du drauf hockst, der Schemel. Ja, der ist Plastik. Und das ist Holz. Und sonst haben wir nur Holzoberflächen oder eben da selbst die Oberfläche, wo die Bücher draufstehen, ist aus Holz. Mhm. Oder wir haben halt das Geriffelte vom Ding. Das ja, also, wir haben nur Holz oder Geriffel oder das. Und das Bügelbrett ist voll mit Unterlagen. Das habe ich ja gerade gesagt. Deswegen ist es ein bisschen schwer zu bügeln. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Das ist mein uraltes Handy. Ihr werdet euch, es ist nicht Neues, aber da hat sich was Neues getan. Ich habe meinen Vertrag geändert. Ja. Aber ich muss sagen, im Gegensatz zum ersten Mal, wo ihr ja dabei wart, und beim zweiten Mal wart ihr auch dabei, oh mein Gott, ihr seht mich voll altern, fällt mir gerade auf. Als ich angefangen habe, hattet ihr noch so ein junges, knackiges Ding vor euch und jetzt seid ihr schon mich jetzt bin ich schon so im Großmutteralter YouTube-mäßig. Mann, oh Meter. So schnell geht's. Ja, auf jeden Fall. Ihr habt meinen ersten Vertrag mitbekommen, da war ich glaube 15, 16 oder so. Nee, den könnte nein. Nee, den. Nee, ich hatte meinen ersten Vertrag, habe ich tatsächlich noch mit YouTube abgeschlossen. Und YouTube mache ich jetzt seit, jetzt muss ich gerade umrechnen, 5 Jahren. Nee, 5. Weil das Video kommt ja noch im August und nicht im September. Also ja, sind es noch 5. Nein, einfach nur mitdenken. Oh, als ob du noch, nee, hast doch noch nicht.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt seit 5 Jahren auf YouTube. Das heißt, seitdem ich 22 bin ungefähr. Oh, ich war, oh, 22 war so ein tolles Alter. Oh, da war ich noch so jung und knackig. Ja, Ja, das das kommt stimmt. ja auf den Schirm, denke ich, Glück. Ich glaube, du glaubst schon, dieser Band ist bequem, und du hast echt das Gefühl, dir kracht alles gleich durch. Das ist ganz schlimm, ich sag's dir. Egal, wir wollen jetzt nicht uns beschweren über die Wände. Boah, wisst ihr, was auch krass ist? Als ich mit YouTube angefangen habe, war Leo noch nicht mal geboren. Da waren wahrscheinlich gerade mal seine Eltern geboren, wenn ich mal so rechne. Naja, auf jeden Fall, darum soll es ja jetzt nicht gehen. Ich habe jetzt auch keine Lebenskrise, weil ich voll alt bin. Doch, bin ich unter 27. Warte mal, wenn ihr das Video seht, bin ich 27. Mist. Das Buch bestellt. Gut. Habe ich. Ich habe das Buch und hier ist Förmchen. Ja, noch was. Guck mal, schön elegant. wir haben uns. Speicherkarte voll, tut mir leid. Das ist kein Wunder, bei mir Speicherkarten immer voll. Es ist gruselig, schieb mal rüber. Dann kann ich nämlich. Nee, mach mal. Ich kann da nämlich weiterhelfen, weil ich habe hier eine Ersatzspeicherkarte. Ich bin Speicherkarten-Messi. Vielleicht ist das auch so eine Sache. Ja, auf jeden Fall, was ich noch erzählen wollte, war, wir haben uns dieses Jahr entschieden, dass wir selbst Eis machen. Also, wir haben uns jetzt Formen bestellt, die sind aus Silikon. Ich glaube, 4 Stück sind es dann immer von der Eismenge her. Und ja, da bin ich mal gespannt. Drückt mir die Daumen, dass es gut wird. Ich meine, im besten Fall wird es gut, schlimmstenfalls schmeckt es wie ein alter Schlappen. Sonst gibt es eigentlich gerade nichts, was ich euch so erzählen kann. Das war eigentlich, seid ihr damit schon wieder fast auf dem aktuellen Stand der Dinge. Stimmt's, Mama? Ja. Ah, ja. Ich bin gespannt, ob das Video überhaupt kommt. Mein kleine Geschichte am Rande. Ich habe gerade zurzeit ein ganz doofes Problem. Unser Internet funktioniert nicht. Und ich muss es ja übers Internet hochladen, fällt mir gerade wieder ein. Das ist auch der Grund, warum ich meinen Vertrag verändert habe. Bisher hatte ich immer 16 GB und jetzt habe ich 24. Und wenn ich dann was hochladen muss, wäre es mit dem Vertrag einfacher als mit dem alten. Ja, und der kostet weniger. Funny, aber wahr. Ich habe mehr Volumen, aber ich habe weniger Kosten. Ja, auf jeden Fall, bei uns funktioniert gerade das Telefon und das Internet nicht. Aber das erzähle ich euch in einem anderen Video. Wir sehen uns dann übrigens wieder beim Freitagsvideo. Ich merke einen Unterschied bei mir und ja, ich freue mich, euch bald wiederzusehen und bis dahin. Ciao. Ach nee, wartet. Oh mein Gott, ich bin echt voll aus der Übung. Vergesst nicht, ihr könnt mir gerne auf Facebook oder Twitter schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.